Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen euch heute einen Wunsch erfüllen. Und zwar habt ihr uns mehrfach gefragt, wie man im Spiel Skijumping 2021 eine Dänemark-Landung hinbekommt. Zu Beginn, was ist eine Dänemark-Landung? Und zwar, der Springer soll im Dänemark, das heißt in einem Ausfallschritt landen. Benannt wurde dieser Sprungstil nach einer Region in Südnorwegen, wo das Skifahren im Dänemark-Stil seinen Ursprung hat. Nach der Landung soll der Springer noch für einige Meter diese Position halten, um die maximalen Haltungsknoten zu bekommen, so wie ihr es gerade gesehen habt. Skispringen selbst ist eine sehr alte Sportart, die ihre Ursprünge bereits im 18. Jahrhundert hat. Bauern in der norwegischen Provinz Telemark nutzten damals kleinere Hügel auf alpinen Abfahrten für kurze Sprünge. Der Erfinder des Telemark ist dabei Sondre Norheim. Er ist auch der erste Skidesigner, der in seine randlosen Holzskier eine Taillierung hineingemacht hat. Das hat zwar grundsätzlich funktioniert, aber erst rund 90 Jahre später griffen die Skihersteller dieses Prinzip dann auf. So, schauen wir uns jetzt die Telemark-Landung nochmals im Detail an. Jetzt müssen wir zuerst den richtigen Absprungzeitpunkt erwischen, dann stehen wir in der Luft und wir nehmen jetzt quasi den ersten Finger weg vom Bildschirm und dann in der Folge den zweiten Finger. Also nochmals ganz langsam, zuerst linken Finger anheben, rechten Finger noch am Bildschirm lassen, dann mit Abstand auch rechten Finger weg, dann gelingt der perfekte Telemark. Wenn ihr beide Finger gleichzeitig hochhebt, dann macht der Springer ein Kacherl. Also genießen wir noch einmal den Sprung. Und das Wichtigste ist, dass ihr die Ruhe bewahrt und rechtzeitig, bevor der Springer am Boden ist, entsprechend die Finger vom Bildschirm gelöst werden. Alles Gute, viel Erfolg bei den perfekten Sprüngen. Wir sehen uns dann einfach mit dem einen oder anderen Schanzenrekord wieder hier bei mir.